Sein. So, ich hoffe für die, die Menschen drei Sekunden ab dem Betreten werden. Es war natürlich jetzt wichtig, hier schnell zu wechseln, sich schnell umzustellen von den Bewegungen des Radfahrens auf die des Laufens. Eine nicht immer leichte Angelegenheit, aber man sieht, er nimmt es relativ locker und kommt relativ gut weg. Und man war natürlich gespannt, würde er seinen Vorsprung halten können auf den zweiten, der nach 5 Stunden 37 Minuten und 47 Sekunden in den Wechselplatz einlief, Tibor Liemann. Und dann auf Platz 3 der schnellste Radfahrer in 5 Stunden 40, 54. Und das ist die Kombinationszeit aus Schwimmen und Radfahren. Tibor Liemann geht auf die Strecke. Von ihm ist bekannt, dass er ein sehr starker Läufer ist. Und man durfte gespannt sein, wie das Duell der beiden Spitzenreiter ausgehen würde. Alexander Leier ist hinaus, der schnelle Radfahrer. Würde er sein Ergebnis im Laufen bestätigen können? Und dann Klaus Ruscher im Einlauf in den Wechselplatz und hinaus auf die Strecke. Und hier kommt Richard van Wiesen in den Radplatz hereingerauscht, verfolgt von Thomas Pumm, einem Mann, den unsere Kameras auf der Radstrecke gar nicht zur Kenntnis genommen hatten. Uli Lieper, der die ganze Zeit mit Richard van Wiesen gefahren war, zieht sich um und Pumm und van Wiesen verlassen den Wechselplatz. Der Holländer mit 13 Minuten Rückstand auf die Spitze, das sollten wir notieren und das wird wichtig sein. Uli Nieper verlässt den Wechselplatz genauso wie Bernd Niederau und 42,195 Kilometer Laufen ist für die Herren im Gang. Die Damen mittlerweile noch mit dem Rad unterwegs. Sabine Stelder baut ihren Vorsprung konstant und stetig aus. Sie ist eine sehr starke Radfahrerin, das weiß man. Man weiß aber auch, dass sie eine relativ schwache Läuferin ist. Und da sollte der Knackpunkt kommen. Und es könnte vielleicht doch noch ein interessantes Duell geben, obwohl ihr Vorsprung mittlerweile 35 Minuten auf die zweite im Radfeld beträgt. Und das ist nach wie vor Sabine Greipel, die Österreicherin. 5 Stunden und 38 Minuten wird ihre Radzeit am Ende betragen und damit ist sie um insgesamt 13 Minuten langsamer als ihre Hauptgegnerin Sabine Stelter. Auf Platz 3 Imke Kausche, 5 Stunden 59 Minuten, da sind noch einmal 20 Minuten drin. Das Damenfeld hatte sich ungeheuer weit auseinandergezogen. Probleme mit dem Wind auch für Ladoina Oksana. Die Russin braucht sogar 6 Stunden, 19 Minuten und das sind fast Welten. Über eine Stunde liegt sie hinter Sabine Stelter zurück und kein Mensch glaubte zu diesem Zeitpunkt mehr daran, dass sie noch irgendetwas mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben würde. Und da sind sie bereits in der Wechselzone. Sabine Stelder wechselt als Erste. Nach 6 Stunden 25 Minuten begibt sie sich auf die abschließenden 42,195 Kilometer. Begleitet vom Beifall und wohlwissend, jetzt kommt ihr schwierigster Part. Dann Sabine Geipel. 6 Stunden 57 Minuten zeigt die Uhr für sie. Und das sind 32 Minuten genau, die ihr noch auf Sabine Stelter fehlen. Das Rennen in der Damenkategorie schien gelaufen. Imke Kausche auf Platz 3. Da waren es nochmal rund 18 Minuten, die sie zurückhingen. Und sie machte sich sicher keine Hoffnungen mehr, mit dem Ausgang des Rennens irgendetwas zu tun zu haben. Dazwischen dann Heike Drath vom SOS Nordheim, die 34-Jährige, die wir auch mit den Kameras übersehen hatten. Und dann Ladoina Oksana, die Russin, auf Platz 5 nach 7 Stunden und 29 Minuten. Aber
Es war warm geworden mittlerweile auf der Laufstrecke, einer sogenannten Wendepunktstrecke, die zweimal zu durchlaufen war. Insgesamt 4 Durchgänge also für jeden Teilnehmer. Stefan Bickert, der Führende in der Herrenklasse, und er schnaufte schon ganz schön. Sicher, er hat einiges an Gewicht zu schleppen, aber ihm steckte auch die doch sehr harte Radtour in den Knochen, hart deswegen, weil der Wind im Laufe des Tages sogar noch aufgefrischt war. Tibor Lehmann auf Platz 2. Was der Ungar hier zeigt, das sieht leichter aus, sieht lockerer aus. Und in der Tat machte er sich auf, den Rückstand von ca. 3 Minuten auf den Führenden stetig zu verringern. Auf Platz 3 zunächst noch der Mann, der die schnellste Radzeit präsentiert hatte, Alexander Leier. Auch er läuft schon ziemlich schwer und es sieht so aus, als ob er langsam aber sicher Position um Position verlieren würde. Der erste, der ihn einfing, den sehen wir hier. Das ist Klaus Ruscher, der zunächst ein flottes Tempo vorlegte und sich sogar um einen Platz bis auf Platz 3 verbessern konnte. Und dann Richard van Diest. Er schickte sich an, hier eine super Laufzeit zu präsentieren. Und das sollte Folgen haben. Er lief konstant im gleichen Rhythmus, Position um Position nach vorne. Und langsam fingen die Fans an, die Uhren zu richten und mitzuzittern und mitzufiebern, was sich im Herrenfeld tat. Das erste tat sich gleich an der ersten Wende. Tibor Lehmann erschien als erster, als Führender dieses 8. Tirolia Austria Triathlon 1995. Dann erst Stefan Bickert. Man sah ihm an, dass er Probleme hatte bei dieser Laufstrecke, wenngleich er das Publikum anfeuerte, um ihn selbst wiederum zu unterstützen. Auf Platz 3, wie schon gesagt, Klaus Ruscher. Hier richtig locker, mit weit ausgreifenden Schritten laufend. Es sah nicht so aus, als ob er irgendwann einmal Probleme bekommen würde. Und dann, tja, unser Radfahrer hatte die Orientierung verloren und wollte gleich ins Ziel. Vielleicht wusste er, was ihm blühte. Er würde nämlich langsamer und langsamer werden und immer weiter zurückfallen. Und dann das ewige Duo, kann man nun schon bald sagen, denn schon seit dem Radfahren sind sie permanent beieinander. Richard van Diest und Uli Nieper. Und auch hier war noch nicht klar, wer welche Position einnehmen würde. Bei den Damen begann ein kleines Drama einerseits, ein Glückslauf andererseits. Ich weiß nicht so genau, wie man es nennen sollte. Auf jeden Fall, Sabine Stelter verlor an Boden und zwar zusehends und ziemlich schnell. Bei der ersten Wende hatte sie schon 20 Minuten ihres ursprünglichen Vorsprungs von knapp 35 eingebüßt und es sah so aus, als ob sie dieses Rennen würde nicht als Siegerin nach Hause bringen können. Das
war die hartnäckige Verfolgerin, Sabine Kreipel. Sie holte auf, Kilometer um Kilometer, hatte aber selbst Probleme und der Laufstil, den sie hier präsentiert, sieht bei weitem nicht so aus, als ob sie die Welt würde noch einreißen können. Wer würde von den beiden Damen das längere Stehvermögen haben? Das war die große Frage. Imke Kausche nach wie vor auf Platz 3. Sie bot beim Laufen eine gleichmäßige Leistung, wenngleich auch ihr Laufstil erkennen ließ, dass sie nicht mehr zu den frischesten zählte. Und dann unsere Dame aus Russland. Sie legte nun enorm zu. Und man sieht es, sie ist noch frischer, sie ist, wirkt ausgeruhter, längstens nicht so müde als die anderen. Und das sollte sich letztendlich auszahlen. Sie begann nämlich Meter um Meter, sprich Minute um Minute aufzuholen. Dagegen verlor Heike Draht Minute um Minute und fiel bis auf den 6. Platz zurück. Tibor Lehmann macht Tempo und man sieht hier, der Spitzenreiter ist ein Mann, dem dieser Lauf in Podersdorf nichts auszumachen scheint. Locker und relativ leichtfüßig absolviert er sein Laufpensum, schaut immer wieder auf die Uhr, kontrolliert sich selbst und seinen Lauf.